Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du ein 60 € PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 € PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute, während ich dieses Video aufgenommen habe, kam die Info, und deswegen schneide ich das jetzt vorne einfach mit rein, dass wir von Freitag bis Sonntag die Black Ops Cold War COD Alpha spielen können. Und jetzt haltet euch fest, komplett frei. Mit einer Bedingung, und das haben nicht viele geschrieben, weil das jetzt gerade erst so ein bisschen rauskam: Ihr braucht A, nicht vorbestellt haben. B, jetzt kommt das Problem, ihr müsst PS Plus haben, denn in Deutschland gibt es eine Richtlinie, es ist, glaube ich, das neue COD ist wieder FSK 16 oder 18, und aufgrund dieser Richtlinie müsst ihr PS Plus Mitglied sein, um die Alpha spielen zu können, und ihr werdet es nicht sharen können. Das heißt, wenn ihr kein PS Plus habt, weil ihr es sonst vielleicht nicht braucht, ihr könnt auch zum Beispiel einen Monat PS Plus kaufen, das ist bei Sony für einen günstigen Preis, oder bei ineba.com, da kriegt ihr den Monat sogar noch günstiger. Kann ich euch nur empfehlen, absolut geil, dass wir die Alpha bekommen, ich habe richtig Bock drauf, das heißt, wir werden richtig krass zocken, gucken, wie es neue COD ist, wir werden Herrschaft dabei haben, Abschluss bestätigt, diesen 12 gegen 12 Ground War Modus. Ich vermute, dass wir die Alpha bekommen, die die ganzen YouTuber-Content-Creator hatten, mit eben vielleicht einer Map mehr oder einem Modus mehr. Aber generell absolut cool, vielleicht ist es auch die gleiche Alpha, ich freue mich riesig. Lasst uns aber mit dem Video loslegen. Das heutige Thema wird vielleicht ein bisschen kontrovers von euch diskutiert werden, aber ich möchte, dass ihr euch erst meine Meinung dazu anhört, warum ich eine These, also eine Behauptung derartig aufstelle, und dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ich da völlig falsch bin oder nicht. Ich weiß, dass ich manchmal Meinungen vertrete, die nicht alle von euch teilen, und das ist vollkommen in Ordnung, aber es geht um das Black Ops Reveal, in dem die ganzen Content Creator, YouTuber, Scumpy, Haptic, Nick Mercs, Marksman, Drifter, egal wie sie heißen, in dem alle teilgenommen haben, und die Reaktion, die wir von den Leuten bekommen haben. Solltet ihr das Black Ops Reveal bei den Content Creatorn mitbekommen haben und solltet ihr ein paar vielleicht im Livestream gesehen haben, egal ob Drifter, Haptic, Marksman, Nick Mercs, Scumpy, es gab glaube ich 70, 80 Content Creator, dann wird jedem von euch eine Sache aufgefallen sein. Nicht ein einziger von denen war auch nur ansatzweise positiv überzeugt, aber auch nicht ein einziger hat ein wirklich negatives Wort über die Alpha dargelassen. Und das kommt dazu, es ist ja in Ordnung, dass man nach vielen Jahren der Enttäuschung etwas vorsichtiger ist, etwas behutsamer, sich ein bisschen überlegt, ob man jetzt dazu was ganz Schlimmes sagen möchte. Aber was man gar nicht vergessen darf, ist die Tatsache, dass Activision ein sehr schlaues, großes Unternehmen ist. Activision bezahlt Menschen dafür, dass die Marketing betreiben, Promoting, Geschäftsstrategien, so wie andere große Unternehmen. 3 Tage bevor die ganzen Content Creator die Möglichkeit hatten, die Alpha anzutesten, gab es für die größten davon, und die meisten, die einen Creator Code bekommen haben, haben ja auch dann die Alpha spielen dürfen, gab es die Creator Codes. Activision hat sehr, sehr kurzfristig, davor gab es kein Leak darüber, keine Diskussion, kein gar nichts, was sehr ungewöhnlich ist, weil Infos aus den Entwicklerstudios, auch von Activision, immer mal irgendwo durch eine Person geleakt werden oder sonst was. Keiner von den Content-Creatern hat einen großen Grund, und das habe ich ja vor ein paar Tagen im Video mal angeschnitten, was für ein Nachteil das für die Community sein könnte, diese Creator-Codes, hat ja auch nur irgendeinen Grund, das Spiel schlechter zu reden als irgendwie nötig oder wirklich Dinge ganz kritisch anzusprechen, wenn er weiß, dass diese Creator-Codes, die Activision verteilt hat, kurzfristig auch wieder deaktiviert werden können. Dazu kommt die Tatsache, dass die Jungs und Mädels und Content-Creator ja nichts dafür tun müssen. Sie müssen im Prinzip nur den normalen Content kreieren, lassen alle 20 Minuten im Stream vielleicht mal die Info laufen, dass es einen Creator-Code gibt, lassen in dem Video einmal ganz kurz am Anfang 3 Sekunden laufen, dass die einen Creator-Code haben, die Leute gehen bei COD rein, vielleicht jetzt auch schon im neuen COD, sehen, dass sie sich irgendwas kaufen wollen, geben den Namen ein und zack, hat der YouTuber 3 Dollar mit euch verdient. Ihr habt dadurch keine Extrakosten, und ich finde die Idee von Creator Codes absolut super, und wenn es auch nur erst große sind, ist das auch klasse. Aber so wie das neue COD teilweise aussieht, wenn man sich die Grafik anguckt, die
4 Stufen schlechter ist als Modern Warfare. Und bevor jetzt gemeckert wird, ich habe lieber ein COD, was nicht so schön aussieht, wo der Waffensound nicht so geil ist, aber was sich gut spielen lässt, als andersrum. Absolut bin ich eurer Meinung. Aber wenn man sich anschaut, was für Kritikpunkte man ja jetzt schon äußern kann, dass dieses neue Streak-System noch ein bisschen fragwürdig ist, weil man einfach nicht weiß, wie sich das nachher handelt, dass die Grafik und die Animation in COD im neuen teilweise einfach schrecklich aussehen, und auch wenn wir wissen, dass Activision mit Treyarch zusammen immer eher CODs hervorruft, die ein bisschen mehr nach Cartoon aussehen, wo die Waffen nicht genauso aussehen wie im echten Leben, wo der Waffensound auch ein bisschen, ich sag mal, schlechter ist als jetzt in einem Infinity Ward vielleicht. Aber für den Stand der Dinge, dass wir eine nagelneue Engine haben und im Jahr 2020 sind, bin ich der Auffassung, dass die Konturen, die Animation, der Sound in neuen Black Ops Teil eigentlich, gerade im Verhältnis zu Modern Warfare, schlecht sind. Und das ist keine Generalkritik. Mir ist die Grafik fast egal, solange ich COD gut spielen kann und Spaß haben kann. Aber dass niemand von den Content-Creatern solche Themen knallhart angesprochen hat und gesagt hat, ja, es ist vielleicht erst eine Alpha, aber diese Alpha spielen wir jetzt auch. Und in 4-6 Wochen spielen wir dann die nächste Alpha und in 7 Wochen kommt das COD fertig raus. Da kann man schon erwarten, dass es vielleicht noch um ein bisschen Feinschliff geht, ein bisschen Waffenbalancing, vielleicht ein paar Perks, die noch getuned werden, vielleicht ein paar Streaks, aber das Kerngerüst, 90% vom Game, ist längst fertig. Das heißt, bei der Grafik, bei dem Sound, brauchen wir keine riesigen neuen Änderungen mehr irgendwie vor uns sehen. Und dann finde ich es absolut interessant, wenn man sich mal überlegt, dass man kaum wirklich schlechte Sachen hört. Ich habe mir zum Beispiel das Reveal-Video von Haptic angeguckt und eigentlich bin ich der Auffassung, dass es ein ehrlicher Content-Creator ist, der, wenn er ein Spiel schlecht findet, das auch wirklich so sagt. Und das war auch in Black Ops 4 eine lange Zeit so. Dann gibt es halt Momente bei ihm, auch bei anderen, das ist wieder einfach nur Generalkritik, einfach vielleicht ich auch selber, wo die Leute sich trotzdem den Season Pass, weil sie sagen, sie brauchen fürs Video für 100 Euro sofort kaufen, wo sie sich plötzlich 3 neue DLC-Waffen kaufen, weil sie dieses eine Video als erstes damit hochladen wollen, damit sie mit dem Video diese 100 Euro oder Dollar wieder rausbekommen. Das sind alles immer so Sachen, da frage ich mich, warum muss das jetzt sein? Das ist aber erstmal in Ordnung. Aber auch bei ihm habe ich mir das Review-Video genau angeguckt und es gab kaum Emotionen, es gab keine Motivation, es gab keine Ausreißer nach oben oder nach unten. Ich kann damit leben, wenn jemand sagt, das ist richtig geil und das ist richtig scheiße und alles in der dazwischen ist in der Mitte, dann kann ich damit leben. Das ist für mich ein klarer Fall von ehrlicher Meinung, aber ich habe nicht einen Content-Creator gesehen, der knallhart gesagt hat, das ist ein richtig schlechtes Spiel oder wenigstens, das ist ein richtig gutes Spiel. Wenn man schon lügt, kann man ja wenigstens dann sagen, das ist alles super, Content-Creator-Code bleibt hoffentlich bei mir. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir von den Content-Creatern, von den ganz, ganz Großen, so ein bisschen an der Nase herumgeführt werden, damit die Creator-Codes von Activision auch schön bei den Leuten bleiben. Und ich hatte ja in dem Video erwähnt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass einige sich dadurch beeinflussen lassen. Denn letzten Endes, Menschen sind immer ehrlich, solange es um Geld geht. Das ist einfach so. Das ist bei YouTube so, im Internet generell, das ist im privaten Leben, im Arbeitsleben, in der Schule. Wenn es um Geld geht, fangen die Leute an, komisch zu werden und dich anzulügen und alles Mögliche. Und ich habe dieses Gefühl echt extrem gehabt, schon die ganzen letzten Tage. Ich habe mir Reviews angeguckt von Leuten, die dabei waren, die es gespielt haben, die es angeguckt haben, die persönlichen Eindruck davon haben. Und es war meistens, es ist nur mein Gefühl, so ein richtiges Gewasche von den Leuten. So, ja, es ist okay, Content Creator Code Marksman hier oben, kauf das Spiel, kauf den Inhalt. So das Gefühl hatte ich einfach extrem und ich habe noch nicht so viele Kommentare davon irgendwo gelesen, aber ich habe so ein bisschen mal reingeschaut bei anderen Content-Creatern, gerade welche, die jetzt vielleicht so ein bisschen eher meine Größe haben, so zwischen 1000 und 40.000 Abonnenten oder so. Und da habe ich öfter mal einen Kommentar gesehen, dass Leute gesagt haben, dass sie es ganz komisch finden. Das Spiel wird gar nicht so richtig von den Content-Creatern gehypt, aber es wird auch nichts wirklich Schlechtes erwähnt, vor allen Dingen, weil es ja deutlich Sachen gibt, die man jetzt in der Alpha kritisieren kann. Es ist ja nun mal so, wenn das Spiel jetzt perfekt wäre, dann würde ich auch nichts sagen. Jeder, wenn es ein perfektes Spiel wäre, würde auch keiner was Negatives sagen. Dann wären die Content Creator aber ja noch viel geiler drauf. Also, ich finde das ein bisschen schwierig und ich weiß, dass ich mich da eventuell ein bisschen weit aus dem Fenster lehne, aber ich habe einfach das Gefühl, und ohne jetzt einen spezifisch anzusprechen, dass viele von den großen Content Creatern uns als Community ein bisschen in der Nase herumführen. Hauptsache, dass die ihren Creator Code behalten, Hauptsache, dass wir das Geld weiterhin mit dem Creator Code ausgeben und Hauptsache, dass das Spiel dann am Ende erstmal gekauft ist.
Ich wollte das einfach nur einmal zum Besten geben. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Seht ihr das genauso? Übertreibe ich damit? Ich bin für jede Kritik offen. Ihr wisst, ich lese mir jeden Kommentar durch. Ich versuche es zumindest immer. Und sonst, nachdem ihr dieses Video geschaut habt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Springt zur PlayStation rüber, ladet die Alpha runter, wenn ihr noch nicht habt, startet sie, wenn ihr könnt. Lasst uns ein schönes Wochenende haben. Ich werde natürlich super viel Gameplay-Footage aufnehmen, dass ihr die nächsten Tage von mir noch Dinge seht. Ich werde Dinge austesten, ich werde ein bisschen mit der Community spielen. Habt viel Spaß, Leute, ich bin raus, haut rein.